Das Gebäude der Filmbühne an der Theaterstraße 1 in Mittweida ist ein geschichtsträchtiges. Es fungierte als Stadttheater, war ab 1912 Kino, wurde später mehrfach umgebaut. Nun schreibt es ein weiteres Kapitel in seiner Geschichte. Aus dem Pächter des Kinos wird der Eigentümer des Hauses. Ich habe letztes Jahr den Kaufvertrag für das Gebäude unterschrieben und bin sozusagen jetzt dabei, die Immobilie zu erwerben. Das dauert ja immer ein bisschen, muss ja alles erst geklärt werden und eingetragen werden. Ne? Aber Kaufvertrag ist unterschrieben und ja, meins. Über den Kaufpreis für das historische Gebäude will Andreas Ronneberger nicht sprechen, verrät aber, dass es kein Schnäppchenpreis war. Also wir haben marktüblichen Preis bezahlt für das Haus und ja, die Entscheidung war schon ein bisschen schwierig, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass die letzten Verhandlungen erledigt wurden, als wir in den ersten Lockdown reingegangen sind und die Unterzeichnung dann fertig war oder unterschriftenreif war, als der zweite Lockdown gerade im vollen Gange war. Ne? Also von daher war die Entscheidung schon nochmal ja, ein bisschen schwierig, dass man sowas macht. Ich meine, es ist ein schönes Gebäude, ich mag das Gebäude, ich mag auch das Kino und ich denke auch, dass das Zusammenspiel, die Wohnungen im Gebäude, die ja im Moment auch alle vermietet sind und das Kino, dass das auch insgesamt, sage ich mal, passt. Und das war auch die Überlegung, sage ich mal, beim Erwerb der Immobilie und nicht alleine, sage ich mal, das Kino. Denn nur durch das Kino kann man das Gebäude auch nicht erhalten. Für die Erhaltung muss und will der neue Eigentümer mit Hilfe von Fördermitteln den Sanierungsstau der Immobilie aufarbeiten. Über 200.000 Euro werden praktisch investiert. Dach, Fassade, teilweise Fenster. Müssen wir sehen, was wir da machen müssen, was wir da machen können. Da sind wir auch schon im Gespräch mit dem Denkmalschutz. Gebäude ist ja Einzeldenkmal. Und da müssen wir sehen, was wir machen können, was wir machen müssen. Ne, da sind wir noch in Klärung. Aber ja, da schauen wir einfach mal, wie wir das erledigt kriegen. Ne? Weil Handwerker müssen wir ja auch erstmal finden. Bei allem Optimismus, die Pandemie hat auch in der Kinobranche tiefe Spuren hinterlassen. Für Ronneberger doppelt tief, denn er betreibt auch in Zeitz ein Kino. Ja, ist schon eine schwierige Zeit. Also wenn mir das jemand vor 8 Jahren gesagt hätte, als ich mich selbstständig gemacht hätte, dann hätte man da, glaube ich, auch nochmal drüber nachgedacht. Denn ich sag mal, so eine plötzliche Schließung von irgendwie branchenübergreifend von allen, das hätte man einfach vor Jahren nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, das ist auch die größte Schwierigkeit, die es hinterher auch zu bewältigen gibt, diese Unsicherheit bei denjenigen, die halt erwägen, sich selbstständig zu machen, einfach zu nehmen. Ne? Ja, wie haben wir es erlebt? Ja, schwer auszudrücken. Also wir haben in Zeitz die Bestuhlung ausgebaut in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen. Und da war ich zumindest beschäftigt und hatte nicht so viel Zeit, mich, ich sag mal, überhaupt mit dieser Schließung ins Detail zu befassen. Das war zum einen gut, ja, aber es kommt natürlich immer wieder, man merkt es ja. Also, man ist mehr zu Hause, man kann seiner üblichen Arbeit nicht mehr nachgehen und ja, es ist schwer. Also auch, sag ich mal, die Kosten zu decken, zu gucken, wo können wir noch, ich sag mal, wo kriegen wir Hilfe, um die Zeit zu überstehen? Wie können wir auch mit unseren Kunden in Kontakt bleiben? Denn das ist ja auch so eine Sache, 2 Monate Schließung. Ich meine, wir haben 2018, als ich das Gebäude übernommen habe, war es wichtig, dass wir das Kino nicht schließen, damit wir keine Schließzeit reinbekommen. Ne? Und jetzt haben wir zum zweiten Mal 3 Monate zu. Ich befürchte, dass wir über einen Kinobetrieb vor Ostern wahrscheinlich nicht reden werden. Und das drückt schon. Umso wichtiger ist und war es für den Unternehmer, Hilfe zu bekommen. Also es gibt was, es gab was. Soforthilfe gab es ja. In Sachsen gab es noch eine Hilfe zum Kinostart, die man als Liquiditätshilfe beantragen konnte. Natürlich die Überbrückungshilfen, die es gab im letzten Jahr. Da müssen wir jetzt mal noch gucken. Überbrückungshilfe 2 muss überprüft werden, weil es da sich nachträglich die Kriterien geändert haben. Und natürlich, ich meine, wir sind seit 2. November geschlossen, haben wir natürlich auch November- und Dezemberhilfe beantragt. Diesen zumindest, Novemberhilfe ist zumindest bewilligt. Da haben wir den Bescheid. Für Dezemberhilfe haben wir einen Abschlag bekommen. Also das hilft schon, um einfach, ich sag mal, zahlungskräftig zu bleiben. Ne? Weil das ist das Wichtigste im Moment, dass ich meine Rechnungen, meine Fixkosten, die ja
eins zu eins sind. Also es gibt ja da nur minimal Einschränkungen. Ne? Mein Strom muss ich bezahlen, mein Gas muss ich bezahlen, meine Mitarbeiter muss ich bezahlen. Gut, da haben wir Kurzarbeit angekündigt, aber ich habe schon seit März diese Kurzarbeit auch aufgestockt auf 100%, weil ich einfach finde, dass ich das meinen Mitarbeitern auch schuldig bin. Und ja, also das ist schon wichtig, dass das jetzt bewilligt ist, dass das teilweise gezahlt ist, dass wir einfach weiter liquide bleiben können. Wünsche bleiben natürlich, vor allem, wenn es um das Angebot geht, was über die Leinwand flimmern soll. Also die letzten Monate, die wir auf hatten im letzten Jahr, haben gezeigt, dass vor allen Dingen die Kleinverleiher da ziemlich treu waren, dass die auch permanent neues Material rausgebracht haben in ihren Möglichkeiten. Die großen Verleiher haben sich sehr zurückgehalten. Warner hat ein paar Sachen gebracht. Konstantin wollte dann das letzte Quartal einige Sachen bringen, aber bis dahin war von Konstantin auch nicht viel zu spüren. Disney hat letztes Jahr gar nichts Großes rausgebracht. Genauso Universal hat sich zurückgehalten. Klar, die leben natürlich nicht alleine von dem deutschen Markt. Das ist das, was man auch immer unterschätzt, was auch in der Politik unterschätzt wird. Für uns ist es wichtig, dass Deutschland flächendeckend öffnet zur gleichen Zeit und nicht erst das eine Bundesland und dann das andere Bundesland oder gar vielleicht punktuell nur Öffnungen für Geimpfte. Also das halte ich für fragwürdig, möchte das nicht weiter bewerten. Bewertet hat der Mittweida Kinochef dafür Wettbewerber und ihre Angebote fürs Pantoffelkino. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer gesagt hatte, dass Netflix, Amazon und wie sie alle heißen, nicht der große Konkurrent für Kino ist, sondern eher diese allgemeine Freizeitgestaltung. Da müssen wir mal sehen, wie lange ich bei der Meinung noch bleibe. Die Monate, die wir offen haben, haben gezeigt, dass die Leute ins Kino wollen. Dass die allgemeine Information, die ich bekommen habe, war auch, wir würden ja kommen, aber es gibt ja keine Filme, ne, die zumindest ein breites Publikum ansprechen. Ne, und das war so der Hauptkanon. Also der Hauptkanon war nicht, wir gucken jetzt Streaming und wir machen alles zu Hause. Also die Leute wollten schon, aber die haben es halt wirklich vom Content abgemacht. Also keiner geht ins Kino oder geht in den Freizeitpark, wenn es ihn nicht interessiert. Es guckt auch keiner Netflix, wenn es da nichts gibt, was mich interessiert. Ne? Also da muss man einfach sehen, wie dann die Entwicklung ist, wenn wir aufmachen. Ich denke natürlich, dass der Streamingdienst die Zeit jetzt dafür gesorgt hat, dass natürlich, ich sag mal, die Leute affiner dafür werden, dass sie einfach auch gesehen haben, dass sich vielleicht auch der Beitrag, den man da monatlich entrichtet, durchaus lohnen kann. Aber ich denke, Kino wird Zukunft haben. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Kino auch nach der Krise durchaus wieder attraktiv werden kann, weil das Kinoerlebnis einfach ein anderes ist. Ja, wie viele Gäste kriegt man zu Hause auf seine Couch? 6 Mann, 5 Mann in den Kinosaal kriege ich 100. Und da eine Komödie gucken, das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Oder einen Actionfilm mit Freunden zusammen gucken. Einfach dieses Weggehen, ich gehe raus, ich erlebe was, ich mache was, ich unternehme was. Ich glaube, das ist wichtig. Und wie gesagt, das ist meine Überzeugung. Also ich denke, Kino wird weiter bestehen bleiben. Deswegen war das natürlich auch das Kriterium. Klar, das Kino hier muss erhalten werden in Mittweida. Und wie gesagt, ich bin auch davon überzeugt, dass wir nachdem wir die Krise überstanden haben, nachdem wir wieder öffnen dürfen, entsprechend attraktiven Content auch bekommen, dass wir dann auch wieder entsprechend, kostendeckend arbeiten können. Noch ruht der Spielbetrieb, aber auch die Zeit will Andreas Ronneberger nutzen.